Okay, ab zum Brunnen. Hallo. Gas soll ein Ober sein. Also Schreck, es sah anders aus. Oder war es ein Troll? Ich hab schon vergessen. Warte. Bist ja rum? Ogre, siehst du? Ogre. Gegen Feen immun, gegen alles immun. Super. Was sind denn das für Blaufuzzis? Die haben wir noch nicht? Kriegen wir nochmal was. Okay. Lesen möchte ich jetzt nicht. Seine Geschichte interessiert mich nicht so brennend. Autsch. Schatten- und Lichtmagie haben wir noch. Können ein paar Dolche schmeißen. Weiß aber nicht, wie gesagt, wir haben ja gerade gesehen, dass es nicht so wirkungsvoll ist. Dass seine Haut irgendwie zu dick ist und nichts bringt, wenn man ihn mit Zahnstochern berührt. Er geht nur auch immer wieder zu schnell weg. Also du hast nicht wirklich Zeit, auf ihn einzuprügeln. Ausweichen klappt mir jetzt Gott sei Dank besser. Weil immer wenn ich in die Rolle mache und dann wieder zu ihm hinlaufe, dann ist das ganze Ding eigentlich schon vorbei. So, jetzt treffen wir auch den Körper, dann können wir auch da stehen bleiben. Da wird es irgendwie besser. Dachte, der spuckt irgendwas. Ach, da war jetzt die Schockwelle. So, jetzt bist du ein Zyklop, jetzt hast du nur noch ein Auge. Okay, was machst du? Hilfe, er zerstört die Burg. Boah, ja genau. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen. Ja, ich weiß, wie ich nur so Schock bin. Ja, Gumsi-Brunnen. Aufgefüllt wieder. Wieder ein Stein. Schockwelle. Kümmert uns überhaupt nicht, wenn wir hier vorne sind. Das ist auch gut zu wissen. Hat er uns jetzt getroffen? Ja, komm schon, Großer. Gib mir nochmal deine blöde Faust. Und so nicht. Entschuldigung. So. Ach ne, er hat uns immer noch erwischt. Dabei bin ich ja schon weggerollt. Und jetzt macht er schon wieder die blöde Burg kaputt. Aber weißt du was? Du stirbst jetzt einfach und dann ist gut. Hallo, stirb! Mach es das Auge oder die Nase? Nee, es war das Auge. Jetzt kann er uns nur noch riechen. Das war richtig sauber. Prima gemacht, Gabriel. Tapfer, ouch. Kopf. Jetzt spießen wir dich auf, Kumpel. Habe ich jetzt die Zunge? Ja. Ups. Bildschirmsequenz versaut. Ich hasse die übrigens. Ich bin nur richtig erstaunt, dass es beim Vulkan so gut geklappt hat. Jetzt müssen wir einfach wieder ein bisschen was treffen müssen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Das gibt's nicht. Ich hab genau gedrückt, es hat alles wunderbar geklappt. Nur die hat keine Lust. Jetzt komm. Ist doch albern.
Und den Eingang hat er uns auch noch frei gemacht. Super. Nochmal kurz auftanken. Leben haben wir nicht so viel verloren. Gut. Und dann geht's in den nächsten Abschnitt. Jetzt müssen wir noch die blöde Hexe besiegen. Und dann geht's ab zu den Vampiren. Ein paar Deutsche, super, die konnten wir gebrauchen. Oh mein Gott. Atmen. Ich wollte nur die Schriftrolle haben. Das unheimliche Gebrüll irgendeiner schrecklichen Kreatur hallt an diesem Ort wieder. Sogar die Trolle haben Angst. Ich erinnere mich, als junger Geschichten gehört zu haben, denen zufolge hier eine Hexe lebt. O Jesus, errette uns von diesem Bösen. Ich befürchte, dass die Bruderschaft bis zum letzten Mann ausgelöscht werden wird und dass die Welt von der Finsternis verschlungen wird. Was soll nur aus uns allen werden? Ach Quatsch, ich bin doch noch hier. Und ich denke, solange Gabriel da ist, funzt es schon. Komm, die kann man bestimmt kaputt machen, oder? Wir probieren es mit dem Handschuh. Yay. Aber müssen wir hier lang? Nein. Doch, keine Ahnung. Und ein Magiestein. Lichtmagiestein. Super, super, super. Da oben funkelt auch was. Ich komme nicht ran. Ich will den Doppelsprung. Ach, nee, warte mal. Nee, funktioniert auch nicht, hä? Nochmal. Bin ich jetzt irgendwie voll blöd? In Lumsi ist da nicht. Was soll denn das? Halt dich doch fest. Da leuchtet was, da möchte ich jetzt unbedingt hin. Das war nämlich. Ist bestimmt ein Upgrade für die Feen. Ach komm, hör doch auf, immer so eine Zicken zu machen. Wenn ich zweimal schlage in der Luft, vielleicht. Jetzt hat er es gemacht, jetzt hat er es gemacht! Was soll denn das? Mehr Feen kannst du nicht tragen. Ach, das ist kein Upgrade, das ist einfach nur. Ich könnte jetzt. Nein, ich sag's nicht. So, gut. Und ich dachte, wir haben jetzt so ein Geheimnis, so ein Upgrade-Dingsbums gefunden. Mensch, hätten sie uns ja auch gönnen können. So. Das können wir noch nicht aufmachen. Und da hinten ist die Truhe. Okay. Okay, hier mit keiner mehr. Jetzt sehe ich keinen. Kann ich nicht kaputt machen? Ich probier's mal. Ja. Dann geht's da nach oben. Hm, doch, da funkelt was. Ui, hallo. Tata, der hat einen Stein an mir geschmissen. Der auch. Also, okay, sag mal, geht's noch? So geht es. Dann schmeißt nicht mit Stein. Jetzt reicht's ja aber auch mal. Da kommt was Großes. So, wir setzen mal wieder unsere Feen ein. Er ist immer noch betäubt. Jetzt nicht mehr.
hab den jetzt schon so oft getroffen. Eigentlich müsste der schon längst kaputt sein. Ui, was habe ich hier aufgepasst? So. Die fiesen, kleinen Gnome, Trolle, was auch immer. So, ich mache das alles fertig. Schnadige. Eigentlich habe ich auch keine Lust, wir gehen jetzt einfach weiter. Einmal das Tor bitte aufmachen. Ich glaube nicht, dass sie vor uns Angst haben. Nee, es sind Vögel. Auch wenn sie sich anhören wie Fledermäuse. Okay, ich denke, da oben ist dann die nächste Arena. Können wir nochmal zurück? Ja. Hier sind keine Feinde mehr. Super. Ich mache jetzt mal ein paar, Entschuldigung, Kisten kaputt. Mal gucken, ob vielleicht noch mal so ein fällt Wort, Kristall drin ist. Damit wir die Dämonen jetzt endlich mal rufen können. Aber wie gesagt, ihr habt es ja selbst gesehen. Diese blöden Flitterdinger liegen überall rum. Nur an diese Kristalle kommt man voll schwer ran. Ein Toter liegt hier auch nicht mehr. Jetzt können wir noch versuchen, in den Brunnen zu steigen, wo der Fette rauskam. Geht nicht. Nö, dann gehen wir weiter. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Geht's da auch hoch? Müssen wir da hoch? Also ich denke, wenn wir da durchgehen, dann ist vorbei, oder? Dann speichert er und dann kommen wir auf die nächste Karte. Ich probiere es nur kurz mal hier nach oben. Vielleicht ist ja doch was. Okay. Wir sind überall Feen. Ich will keine Feen. Ich will, Kristalle. Sag das denen mal bitte. Schauen wir nochmal erst rechts rum. Gut, Entschuldigung. Ich dachte, man kann da auf den rechten Stein auch raufspringen. Dann gehen wir mal nach oben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder übersehen, also in falsche Richtung gelaufen. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass wenn wir den Weg geradeaus gegangen wären, dass das halt zu Ende gewesen wäre.